Mein Name ist Detlef Oertel. Ich bin Mitarbeiter der UIB GmbH, die das Open Source Client Management Tool OPSI entwickelt, betreut, pflegt. Und werde jetzt in der folgenden Dreiviertelstunde Ihnen ein bisschen was zu OPSI erzählen. Erstmal eine allgemeine Einführung, ein bisschen was anhand Beispiel, wie läuft das mit Windows. Dann werde ich auf Neuerungen eingehen, die jetzt mit der nächsten Release ganz offiziell dann stable werden, nämlich die Unterstützung von Linux-Clients. Also wie kann ich auch Linux-Clients und Linux-Server mit OPSI managen, also OPSI als integriertes Werkzeug zum Management von heterogenen Umgebungen. Dann werde ich ein bisschen auf das Thema UEFI eingehen. Also wenn Sie heute neue Rechner kaufen, dann ist da in der Regel ein UEFI-BIOS drin. Für gewöhnlich können Sie das noch abschalten und dann hält sich der Rechner so wie bisher auch. Es tauchen aber auch zunehmend Geräte auf, die sind UEFI-only und das hat für das Systemmanagement einige relevante Änderungen zur Folge, mit denen man dann umgehen muss. Ja, und dann schauen wir mal, wie viel Platz wir noch haben. Und dann könnte ich noch ein bisschen was zu Schnittstellen, zu Nagios und zu anderen Open Source ITSM Werkzeugen erzählen und noch ein bisschen was zur Art und Weise, wie wir versuchen, kommerzielle Open-Source-Software zu machen. Das heißt, wie wir versuchen, mit der Erstellung von Open-Source-Software auch Geld zu verdienen, sodass wir weiterhin Open-Source-Software erstellen können. Ja, versuche dann nach einer Dreiviertelstunde fertig zu sein, sodass wir noch Platz für Fragen haben. Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich verstehe, wenn man nach 2 Tagen Kongress dann schon ein wenig träge ist. Das heißt, sollte irgendwie ich an irgendeiner Stelle zu schnell sein, irgendwas nicht verstanden werden, bitte sofort dazwischen fragen. Bitte aber auch um Verständnis, wenn ich dann sage, das kommt gleich, dann kommt es wahrscheinlich auch gleich. Gut, kurzer Überblick, was ist OPSI? OPSI ist ein Client-Management-Tool für Windows-Clients seit etwa 20 Jahren, für neu auch für Linux-Clients, basierend auf Linux-Servern. Die Kernfunktionalitäten eines jeden Client-Management-Werkzeugs sind da automatische Betriebssysteminstallation, Softwareverteilung und Inventarisierung. Über diese Kernfunktionalitäten hinaus hat OPSI noch eine ganze Reihe von Funktionalitäten und Erweiterungen für spezielle Anwendungsfälle, auf die komme ich aber später zu sprechen. Clientseitig oder erstmal serverseitig unterstützen wir so die gängigen Linux-Distributionen, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, SLES, CentOS, Red Hat, und jetzt neu auch Fedora. Clientseitig unterstützen wir Windows von XP bis 8.1 bzw. Server 2012 in den Geschmacksrichtungen 32 und 64-Bit, soweit sie vorhanden sind. Linux-seitig für die Client-Unterstützung gilt im Prinzip dasselbe, was ich serverseitig gesagt habe, also auch von vornherein distributionsübergreifend. Schauen wir uns die Kernfunktionalitäten von so einem Client-Management-System mal
einzeln an und werfen einen Blick drauf. Ich mache das jetzt zunächst mal am Beispiel von Windows. Auf Linux komme ich später zu sprechen. Und fangen mit der Betriebssysteminstallation an. Betriebssysteminstallation läuft üblicherweise halt so, dass ich den Rechner von einem Medium, anderen Medium boote, wie die Platte, auf die ich das Betriebssystem installieren will. Sonst würde das gar nicht gehen. Das mache ich üblicherweise per Netzwerkboot, also PXE-Boot. Geladen wird dann ein von uns bereitgestelltes Standard-Linux-basiertes Boot-Image mit einem hochaktuellen Kernel, damit wir eine möglichst breite Unterstützung aktueller Hardware haben. Basierend auf diesem Boot-Image kann dann die Festplatte, auf die wir das Betriebssystem installieren wollen, vorbereitet werden, also partitioniert, formatiert und entsprechende Installationsdateien auf die Platte kopiert werden. Bei der Windows-Installation wird die üblicherweise dann darüber gemacht, dass man einfach das Standard Microsoft Setup Programm anwirft, das, wie Sie wissen, in der Regel jede Menge dumme Fragen stellt. Damit das keine dummen Fragen stellt, kriegt es eine Antwortdatei. Diese Antwortdatei wird auch von dem Boot Image zusammengestellt. Über Informationen, die es vom Server kriegt, also wie heißt der Client, was für einen Namen soll der Client bekommen und ähnliche Dinge. Aber auch, und das ist bei der Windows-Installation ganz wichtig, welche Treiber sollen denn da nun mit rein? Und da hat jetzt das Boot-Image, was eben ja schon auf der Maschine, die wir installieren wollen, den Vorteil, es kann einen Hardware-Scan machen und kann sich anschauen, was habe ich denn hier für eine Hardware drauf und kann jetzt mit diesen Informationen über unterschiedliche Wege sich die notwendigen Treiber zusammensuchen, die das Windows braucht, um auf diese Hardware zu laufen. Das kann zum einen über solche Geschichten passieren wie Hersteller und Model des gesamten Systems, also meinetwegen, das ist ein Dell OptiPlex 390 und ich habe irgendwo auf meinem Server für genau diese Gerätschaft eben verzeichnet liegen, in dem die Treiber von Dell OptiPlex 390 liegen. Das kann über Hersteller und Model des Motherboards passieren, bei Schrauber-PCs, weil dann steht nämlich in dementsprechend BIOS-Eintrag für Hersteller des Geräts nur OEM oder OEM must fill oder so. Das kann aber auch über einen direkten Scan des PCI-Busses passieren, in dem genau ausgelesen wird, welche Vendor- und Chip-IDs sind da drauf und dann wird irgendwie im großen Treiberverzeichnis geguckt, welche Treiber sind denn da, die behaupten, die sind gute Treiber für diese PCI-Kennung. Und dann kann ich auch noch manuell Treiber zuweisen. Also ich habe verschiedene Stufen. Das alles passiert im Rahmen des Boot-Images. Der kopiert dann die passenden Treiber drauf, schreibt auch in die Antwortdatei mit rein, hier, da liegen deine Treiber, schau dir die an. Und dann läuft die Betriebssysteminstallation unattended, das heißt also ohne dumme Fragen zu stellen, durch und am Ende das Ganze wird unser Client-Agent installiert, der dann für die Softwareverteilung zuständig ist. Zu dem Client-Agent werde ich gleich noch kommen. Es gibt prinzipiell noch einen anderen Ansatz, um Betriebssysteme zu installieren. Das ist der image-basierte Ansatz. OPSI hat traditionell seinen Schwerpunkt beim eben dem paketbasierten Unattended-Ansatz und zwar aus genau den Gründen, die ich eben angedeutet habe. Heterogene Hardware-Umgebungen erfordern unterschiedliche Treiber und da kommt man mit dem image-basierten Ansatz schnell in Probleme. Nichtsdestotrotz
sind nicht wir diejenigen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir sind diejenigen, die Werkzeuge bereitstellen. Und Sie müssen entscheiden, was für Sie in Ihrer Umgebung am besten passt. Das heißt, wir stellen auch Werkzeuge bereit, um imagebasierte Installationen zu machen. Wir haben jetzt in der neuen Version, die gerade rauskommt, haben wir eine nahtlose Integration der Clonezilla-Technik in OPSI gemacht, sodass Sie also da mit Clonezilla erstellte oder mit OPSI Clonezilla erstellte, das ist egal, Images auch wieder ausrollen können. Um eine Idee davon zu bekommen, wie das Ganze aussieht, erspare ich Ihnen eine Live-Vorführung, weil wir alle haben schon viel zu häufig Rechnern zugeguckt, wie sie sich installieren. Um trotzdem eine Idee davon zu machen, habe ich hier ein Zeitraffer-Filmchen. Sie sehen hier den PXE-Boot, wie das Boot-Image geladen wird. Jetzt startet das Boot-Image. Jetzt kopiert er erstmal ein MinPE rüber und dann haben Sie kurz eine Liste gesehen mit den ganzen PCI-Kennungen. Da hat er die Treiber geholt und dann bootet er das WinPE. Das WinPE müssen wir dazwischen schalten, weil Microsoft mit ABNT6, also Vista, das Münchhausen-Prinzip erfunden hat. Das heißt, du brauchst ein Windows, um ein Windows zu installieren. Und das PE mountet dann den Share, wo die eigentlichen Installationsdateien drauf sind, also der Inhalt der Installations-CD. Und was Sie jetzt eben gesehen haben, war eben der unattended Ablauf der Windows-Installation. Und jetzt müsste halt genau im Abschluss die Installation des Client-Agent kommen. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann meldet sich der Client-Agent beim Server und fragt, okay, welche Anwendungssoftware gehört hierhin und fängt an, die Anwendungssoftware zu installieren. So. Der ganze Vorgang, wie man erkennen konnte, komplett ohne Interaktion. Ja, so einen schnellen Rechner wünscht man sich. Ja, den OPSI Client Agent hatte ich schon erwähnt. Ist unter Windows im Wesentlichen, besteht aus zwei Komponenten, einem Service, der die ganze Zeit durchläuft und dann, wenn was ansteht, einem Script-Interpreter, einem Action-Prozessor, der die eigentliche Arbeit macht. Dieser Service, der die ganze Zeit durchläuft, ist eventgesteuert. Das heißt, der kann bei unterschiedlichen Events aktiv werden. Das Standardverhalten, das voreingestellte Defaultverhalten ist beim Hochfahren und vor dem Login aktiv zu werden. Wenn er aktiv wird, also wenn so ein Event eintritt, dann nimmt er Kontakt auf über einen HTTPS-Webservice und sagt, guten Tag, ich bin der PT25, ausgewiesen durch folgenden Key. Gibt es für mich was zu tun? Dann schaut der Server in seine Datenhaltung nach, stellt fest, ah ja, du sollst beispielsweise einen Firefox installieren, schaut dann nach, welchem Depot dieser Client zugeordnet ist und sagt, du sollst folgenden Share mounten und auf diesem Share findest du an der Stelle ein Skript, das du ausführen sollst. In dem Skript ist dann beschrieben, wie der Firefox ohne dumme Fragen zu installieren und beziehungsweise zu deinstallieren ist. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann wird in diesem Fall der Login freigegeben. Wie gesagt, das ist das Standardverfahren. Es gibt durchaus die Möglichkeiten, auch andere Events zu verwenden. Das heißt, inzwischen relativ beliebt, aber noch kostenpflichtig, ist Installation beim Runterfahren. Ich kann genauso zeitgesteuert nachfragen, gibt es denn was zu tun. Ich kann auf bestimmte
systeminterne Events reagieren. Zum Beispiel, wenn das Ganze eh nur per VPN passieren kann, dann lohnt es nicht gar nicht vorher irgendwie nach einem Server zu schauen, sondern erst, wenn das VPN aktiviert ist. Und last not least, ich kann Push-Installationen machen. Das werde ich auch dann gleich mal noch vorführen. Aus dem, was ich soeben mal nebenher gesagt habe, sollte man noch mal herausstreichen, das, was unser Client Agent im Kern macht, ist ein Skript im administrativen Kontext ausführen. Das bedeutet zum einen, und das mag vielleicht zunächst mal für den einen oder anderen erschreckend klingen, ist aber, wie ich hoffe, später noch zeigen zu können, gar nicht so schlimm. Für jedes Softwareprodukt, was ich installieren will, brauche ich ein Skript, in dem beschrieben ist, wie ich diese Software und auch die dazugehörige Konfiguration ohne dumme Fragen dann auf den Rechner kriege. Das Zweite, was in dieser Aussage drinsteckt, ist, ich kann dem Client alles antun, was ich skripten kann. Ich bin also mitnichten darauf festgelegt, Software zu installieren oder Software zu installieren und die dann zu konfigurieren, sondern ich kann natürlich auch nur konfigurieren oder irgendwelchen anderen Fug oder Unfug treiben, den ich meinen Clients antun möchte. Und diesen Freiheitsgrad nutzen wir natürlich auch, um zum Beispiel dem Client zu sagen, hier, schau dir doch mal an, was für eine Hardware ist das und was für eine Software ist auf diesem Rechner und liefer die Informationen zurück an den Server. Das heißt, wir haben eine Hardware-Inventarisierung, die unter Windows basiert auf der WMI-Schnittstelle. Unter Linux werden da so Werkzeuge wie LSHW und ausgeführt, um die Hardware zu inventarisieren, und die Informationen werden dann über den Webservice an den Server zurückgeschickt und dort entsprechend in der Datenbank gespeichert. Bei der Software-Inventarisierung ist es nicht so, dass wir jetzt die Festplatte nach irgendwelchen Exe durchsuchen, sondern das würde auch sehr lange dauern, sondern unter Windows lesen wir den Uninstall-Zweig der Registry aus. Das heißt, Sie bekommen die Informationen, die Sie unter Windows kennen, aus dem Systemsteuerungs-Applet Software. Und da bekommen Sie auch eine Liste der installierten Software. Das ist genau die Software, die sich im Uninstall-Zweig der Registry auch verewigt. Das heißt, das ist genau dieselbe Information, die Sie bekommen. Und unter Linux fragen wir das Package Management System, was hast du denn installiert? So. Da sage ich jetzt, da komme ich später nochmal drauf, wenn ich die Linux-Geschichte näher erkläre, wie das funktioniert, ja? Bevor ich ein bisschen was in der Praxis zeige, nochmal einen Blick auf die Technik unter der Haube. Der hier unten, der Block, das ist der OPSI-Server. Wir haben in der Mitte eine in Python geschriebene Library, die nach oben hin eine API zur Verfügung stellt, die so Fragen bereitstellt, wie gib mir mal die Liste aller Clients, gib mir mal die Liste aller Produkte, die du kennst, gib mir mal die Liste der Produkte, die auf dem Client so und so installiert sind und so weiter, gib mir die Daten der Softwareinventarisierung und so fort. Diese API ist konkretisiert zum einen über einen Webservice, JSON-basierter Webservice, und über eine Kommandozeilenschnittstelle.
sämtliche Werkzeuge, die außerhalb des Opti-Servers liegen, wie das Management-Interface, was ich gleich zeigen will, oder der Client-Agent oder das Boot-Image, kommunizieren über den Web-Service mit dem Opti-Server. Das heißt, jeder Klick im Management-Interface übersetzt sich irgendwie in einen oder mehrere Web-Service-Calls, was wiederum heißt, es gibt nichts, was ich im Management-Interface tun könnte, was ich nicht auch auf der Kommandozeile tun kann. Nicht, dass ich Sie dazu animieren will, jetzt unbedingt das Ding komplett auf der Kommandozeile zu steuern, aber im Falle der Automatisierung von irgendwelchen Vorgängen ist es wichtig zu wissen, es geht. So, diese ganzen Geschichten, Daten, die da reinkommen, die müssen natürlich auch irgendwo gespeichert werden. Dafür gibt es momentan zwei Backends. Das eine ist ein dateibasiertes Backend, das andere ist ein datenbankbasiertes Backend. Per Default bekommen Sie das dateibasierte Backend und für größere Installationen dürfen Sie sich das datenbankbasierte Backend dazu kaufen. Größere Installationen, sage ich mal so, bei 250 Clients sollten Sie anfangen, darüber nachzudenken. Bei 500 Clients sollten Sie aufhören, darüber nachzudenken und die Entscheidung treffen. So, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen in der Praxis an. Ich habe hier eine Liste meiner Clients, beziehungsweise ich habe hier eigentlich schon einen Auszug der Liste meiner Clients, also meine Gesamtliste. Ich habe hier, kann ich Gruppen bilden in unterschiedlichen Formen. Ich habe hier eine Gruppe echte Clients, die anderen sind so mehr, um die Datenbank zu füllen. Die kann ich jetzt alle gemeinsam markieren und mit denen gemeinsam arbeiten. Das heißt, ich kann Operationen auf eine ganze Reihe von Clients machen. Das sieht dann in der Folge vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, weil natürlich das, was hier normalerweise stehen würde für den einzelnen Client, jetzt unterschiedlich ist bei diesen Clients, die ich gerade habe. Deswegen haben sie graue und rote Felder. Ich wähle jetzt mal zur Vorführung nur einen Client aus, nämlich den hier. Und dann sehen Sie hier die Liste meiner Produkte. Sie sehen auch hier die Versionen dieses Produktes. Wenn hier eine rote Zahl steht, dann heißt es, okay, auf dem Server ist schon was Neueres wie auf dem Client. Da sollte mal was passieren. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach den Firefox. Und der ist schon installiert. Der ist auch in der richtigen Version installiert. Ich will ihn aber trotzdem mal neu installieren. Das heißt, ich stelle eine Anforderung, Setup. Jetzt könnte ich den entsprechenden Client neu booten, dann würde er routinemäßig da reinlaufen und fragen, soll ich was installieren? Um uns Zeit zu ersparen, benutze ich die Push-Installation. Das heißt, ich schicke dem Client jetzt ein Signal, hör mal, du sollst mich mal fragen, ob du was installieren sollst. Also ich schicke das Signal und gehe jetzt hier mal zu meinem Windows-Rechner. Der hat das Signal empfangen, hat ein Event ausgelöst, nimmt jetzt seinerseits wiederum Kontakt zum Server aus und sagt, guten Tag, ich bin der PC Win764, soll ich was tun? Ja, du sollst was tun. Mountet den Share und startet den Skriptinterpreter, der jetzt das Ganze abarbeitet. Ja. Das hängt ein wenig. Achso, ja, Entschuldigung. Die Frage war, was passiert, wenn der Firefox jetzt noch läuft? Dazu zwei Antworten. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist nicht unbedingt die glücklichste der Ideen. Ne? Sie sollten möglichst installieren, wenn kein User angeloggt ist. Also vor dem Login oder beim Runterfahren, weil dann stellt sich das Problem nicht. Wann immer Sie installieren, wenn ein User eingeloggt ist, müssen Sie damit rechnen, dass so ein Problem passiert. Wenn Sie ein Skript schreiben und sind sich dessen Problemen bewusst, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Die können schlicht und einfach sagen, okay, wenn hier ein Firefox läuft, schieße ich den vorher ab. Das ist die unfreundliche Methode. Oder Sie können sagen, wenn hier ein Firefox läuft, dann breche ich die Installation ab und lasse das Ding auf Setup stehen.
Das sind aber dann Sachen, die macht OPSI nicht von selber, sondern die müssen Sie in dem, als Paketierer in dem Skript entscheiden, wie Sie damit umgehen. Wenn Sie keine Vorkehrungen treffen, dann wird wahrscheinlich der Exit-Code, der Setup-Exe ungleich Null sein und Sie haben einen Failed-Status im Management-Interface. Ja, gehen wir zurück. Ja? Die MAC-Adresse, komme ich gleich noch drauf, spielt nur bei der Betriebssysteminstallation eine Rolle. Hier gehen wir über den FQDN und sprechen, also bei der Push-Installation muss ich den FQDN zu einer richtigen IP-Nummer auflösen können. Und bei der Pull-Installation meldet sich der Client sowieso von sich aus beim Server und authentifiziert sich. So, wenn ich jetzt hier im Management-Interface sage, neu laden, dann sehen Sie, dass das Setup verschwindet und ich habe hier einen neuen Timestamp, das ist 24.08.16.53 und ich sollte mal ordentlich schleunig vorankommen. Wenn hier jetzt nicht ein grünes, nettes Install stehen würde, sondern ein hässliches, rotes Failed, dann würde mich interessieren, was ist hier schiefgegangen. Ich gehe also zu meinem Karteireiter Logdateien und habe jetzt hier ein sehr ausführliches Log, was gerade bei der Firefox-Installation auf dem Client passiert ist. Den kann ich hier noch nach Log-Leveln filtern. Und Sie sehen, das ist sehr ausführlich. Das heißt, ich sehe sehr genau, wo jetzt das Problem eventuell aufgetreten ist. Irgendwelche Fehler, Warnings sehen Sie auch, sind farbig hervorgehoben. Das heißt, es hilft einem relativ schnell, ein Problem zu finden. So im Prinzip funktionieren die ganzen Produkte, die ich installiere, wenn das Betriebssystem schon drauf ist. Das heißt, wenn die Maschine lokal bootet und dann der Client Agent aktiv wird. Deswegen nennen wir diese Produkte auch Local Boot Produkte. Im Gegensatz zu den Net Boot Produkten, die in der Regel dazu da sind, Betriebssysteme zu installieren. Das heißt, wir haben hier unten die Liste der unterschiedlichen Windows-Betriebssysteme. Und haben hier aber auch so das eine oder andere Linux, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Wenn ich jetzt hier was auf Setup stelle, dann wird in dem TFTP-Bereich, der für den PXE-Boot zuständig ist, eine Konfiguration geschrieben mit der MAC-Adresse im Dateinamen, mit der MAC-Adresse des Clients im Dateinamen, die dann dafür sorgt, dass dieser Client, wenn er einen PXE-Boot macht, nicht lokal weiter bootet, was der Default ist, sondern eben das Boot-Image lädt. Und an der Stelle spielt jetzt die MAC-Adresse eine Rolle. Das heißt, dieser Netboot funktioniert nur, wenn OPSI auch tatsächlich die korrekte MAC-Adresse des Interfaces hat, über die der Netboot stattfindet. So, kurzer Blick in die Hardware-Informationen. Gut, das sind jetzt hier virtuelle Maschinen, also das wäre jetzt eben der Hersteller und das Model. Hier haben wir unsere Hauptplatine mit Hersteller und Model. Wir haben jetzt aber auch hier die Auflistung der einzelnen PCI-Geräte und das geht also runter bis zu den einzelnen DRAM-Modulen. Bei der Software-Inventarisierung haben wir halt so eine Liste, das heißt den Namen, soweit bekannt die Version und die Architektur und soweit feststellbar auch die Language, wobei da normalerweise nicht viel rauskommt, jetzt außer hier beim Betriebssystem.
Soweit der Schnellüberblick zum Thema Windows. Sind dazu noch akut Fragen? Sonst würde ich zum Linux wechseln. Ja. Also, Frage war, ist die Liste hier in der Software-Inventarisierung nur das, was OPSI installiert hat, oder alles das, was tatsächlich auf dem Rechner drauf ist? Die exakte Antwort wäre, was dazwischen? Ich hatte vorhin gesagt, die Software-Inventarisierung basiert auf dem, was sich in der Registry im Uninstall-Bereich einträgt. Also wann immer Sie ein anständiges Setup-Exe aufrufen, trägt die sich im Uninstall-Zweig ein. Wenn Sie jetzt auf einem Rechner ein altes Word 5 installieren und die Exe einfach nur darüber kopieren, dann wird es da keinen Registry-Eintrag geben. Oder wenn Sie sonst irgendwie einfach eine Exe irgendwo hin kopieren, werden Sie das nicht finden. Wenn Sie die Exe mit OPSI dahin kopieren, werden Sie die da auch nicht finden. Ne? Sondern das, was Sie hier sehen, ist das, was Sie auf demselben Rechner sehen würden, wenn Sie in die Systemsteuerung Software gehen. Nämlich genau das, was sich eben in dem Uninstall-Zweig der Registry eingetragen hat. Also ich habe die Frage so, quasi so verstanden, wenn ich schon einen installierten Rechner habe, wie kommt der Client Agent auf den Rechner? Ja? Ja, also Sie können den Client Agent auf unterschiedliche Art und Weise installieren. Sie können halt quasi über eine Setup-Exe händisch aufrufen. Es gibt aber auch in OPSI ein Deploy-Werkzeug, mit dem Sie sagen können, komplette Textdatei aller FQDNs übergeben und können sagen, so jetzt schieß mal alle Rechner an, um das Ding da drauf zu installieren. In dem Moment würde dann der Rechner auch hier im Management-Interface auftauchen. Es gibt auch Kunden, die haben aus dem Ding schon MSI gebaut, um es dann über AD zu verteilen, aber das ist ein bisschen komplexere Geschichte und für gewöhnlich lang unsere Werkzeuge, um das in die Rechner reinzuschießen. Man könnte es, kann es auch über ein Login-Skript installieren, aber für die Installation braucht man natürlich Administratorrechte. So, dann war hier noch irgendwo eine Frage, ja? OPSI ist es prinzipiell egal, ob Sie das vorher installiert haben, auch wenn Sie von Hand nur eine Exe dahin installiert haben. Ein Uninstall-Skript, was Sie schreiben, wo drin steht, lösche da die Exe, würde auch an der Stelle funktionieren. Es würde nur nicht in der Software-Inventarisierung. Sie müssen die Rückmeldung, was ist installiert hier an dieser Stelle, wo drin steht, ich habe einen Firefox installiert in der Version. Das ist die Rückmeldung von der Softwareverteilung. Das, was Sie hier in der Software-Inventierer haben, das ist das, was in der Registry steht. Das sind zwei vollkommen verschiedene Datenquellen.
die im Idealfall übereinstimmen, aber wenn händische Installationen dazwischen kommen, eben nicht übereinstimmen. So, weitere Fragen zum Thema Windows? Gibt es sowas wie, dass man hat eine virtuelle Maschine mit Windows, man hat ein bisschen Mailing auf sie und dann installiert man seine Software auf sie, das ganze Zeit, und man kann daraus dann Pickets machen? Oder kommen wir da später noch zu zum Beispiel? Da langt uns die Zeit nicht, aber die Antwort ist nein, wir haben kein eigenes Werkzeug, um Snapshot-Packages zu machen, aber es gibt freie Werkzeuge, mit denen Sie sowas machen können, wo ein MSI-Ball rauskommt und den können Sie wieder problemlos machen. So, bringen wir mal zum Linux-Support, weil die Zeit wird schon ein wenig knapp. Unser Ansatz ist, ein Werkzeug zu schaffen für das Management heterogener Umgebungen, Windows und Linux, dabei von vornherein einen distributionsübergreifenden Ansatz, das heißt also nicht nur Ubuntu oder nicht nur Fedora oder sowas, sondern die wesentlichen großen Player von vornherein an Bord zu haben, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, SLES, CentOS, Fedora, Red Hat. Der Client-Agent möglichst analog zu dem, der unter Windows läuft. Das heißt, der Skriptinterpreter kommt aus derselben Codebasis, ist komplett code-kompatibel, das heißt, führt dieselben Skriptbefehle aus, mit den natürlich notwendigen Einschränkungen, werden unter Linux keine Registry manipulieren. Ziel, wie gesagt, ist eine möglichst nahtlose Integration, um einem Admin, der zum Beispiel erfolgreich mit OPSI seine Windows-Clients verwaltet, den Weg möglichst einfach zu gestalten, eben auch noch ein paar Linux-Desktops oder Linux-Server bei der Gelegenheit mit zu administrieren. Wie funktioniert an dem Fall die Betriebssysteminstallation? Erstmal sehr analog. Ich boote mein Boot-Image. Dann läuft es ein bisschen unterschiedlich. Bei Debian installiere ich ein Basissystem direkt aus dem Netz per D-Bootstrap. Bei den RPM-artigen habe ich ein kleines lokales Repository mit Standard-RPMs dabei, die mir ermöglichen, ein Grundsystem zu installieren. Wenn dieses Grundsystem da ist, gehe ich mit Change Root rein, um dann die Installation so weit fertigzustellen, dass zum Beispiel mein OPSI Client Agent drauf ist, der danach wiederum den Rest machen kann. Auch an dieser Stelle ein kleines Filmchen, wiederum mit diesem wunderbar schnellen Rechner. Sie haben also eben wieder den PXE-Boot gesehen. Das ist jetzt eine Ubuntu-Installation, das heißt, der hat jetzt gerade, wo steht Installing Base System, hat er per Debconf das Basissystem installiert. Jetzt hat er rebootet und der Client-Agent läuft. Und der Client-Agent läuft jetzt im No-GUI-Modus. Das heißt, wir haben ja noch keinen Desktop auf der Maschine. Und als erstes hat er mal dann mit dem jetzt tatsächlich echten Kernel ein Upgrade gemacht und dann hat er die Desktop-Software installiert, hat jetzt einen Reboot gemacht und jetzt läuft der Client-Agent im GUI-Modus. Sie sehen, der sieht auch ganz genauso aus wie unter Windows. Und ja, fertig. So, vorhin kam die Frage, wie sieht das denn jetzt mit den unterschiedlichen Paketierungsgeschichten aus, mit YAM und ZIPPER und so weiter. Der Skriptinterpreter hat natürlich Funktionen, mit denen ich fragen kann, wo bin ich hier? Bin ich auf dem Windows, bin ich auf dem Linux? Wenn ich auf dem Linux bin, bin ich auf einem Debian-artigen oder einem Red Hat-artigen oder einem SUSE-artigen
um zu entscheiden, benutze ich YAML, ZIPPE oder apt. Und natürlich kann ich auch fragen, auf welcher Release bin ich denn jetzt genau, um dann entsprechend zu entscheiden, was mache ich jetzt. Das heißt, so ein Skript, wie jetzt zum Beispiel machen System-Update, wird als erstes schauen, bin ich unter Linux, dann würde ich schauen, bin ich auf einem Debian-artigen. Wenn ich auf einem Debian-artigen bin, würde ich irgendwie apt-get, update, apt-get, upgrade machen. Und wenn ich auf einem Red Hat-artigen bin, würde ich halt ein YAML-Update aufrufen. Und entsprechende Pakete gibt es dann natürlich auch. Wo ist mein Ubuntu? Produktkonfiguration. Das wäre jetzt eben das Paket, was genau das eben macht, nämlich das System, auf dem ich das schicke, eben abzudaten. Und hier hätte ich eben das Paket, mit dem ich eben den Desktop installiert habe. Da habe ich ein Property, mit dem ich sagen kann, welchen Desktop hättest du denn gerne? Und man ahnt es, ne, wenn ich jetzt auf einem Fedora sage, installiere mir ein Unity, dann wird er sagen, geht nicht, mich machen Fallback zu GNOME. Genau. Sie müssen also, wenn das Paket wirklich distributionsübergreifend machen, müssen Sie für jeden Zweig den richtigen Befehl reinschreiben. Ja. Der Linux-Teil ist noch eine kostenpflichtige Erweiterung. Ne? Also wir neu erstellte Erweiterungen verkaufen wir so lange, bis wir die gesamten Projektkosten eingenommen haben, um sie dann als unter EGPL freizugeben. Und da das jetzt niegelnagelneu ist, kostet es erstmal Geld. So, wo war meine Folien? Ja, das haben wir jetzt eben im Film gesehen. Wir haben eben den Client Agent, wir haben den Script Interpreter in einer GUI und einer No-GUI-Version. Das heißt, ich kann natürlich auch einen Server administrieren, der nie einen Desktop bekommt. Und wir sind natürlich auch dabei, dem Script Interpreter neue Funktionen, die speziell für Linux interessant sind, beizubringen. Da er aus derselben Codebasis kommt wie der andere, fließt natürlich jede Verbesserung und Erweiterung, die der Script-Interpreter insgesamt bekommt für Windows, sofort auch in die Linux-Version ein. Ja, ich glaube, in der Kürze der Zeit will ich gar nicht groß drüber reden, warum das sinnvoll ist. Es gibt Leute, die sagen, wozu brauche ich das? Linux hat doch ein Paketverwaltungssystem und von daher ist doch ganz einfach. Es ist aber prinzipiell so, Softwareverteilung ist Installation der Software immer nur die halbe Miete, weil damit die Software so funktioniert, wie ich sie brauche, muss sie häufig konfiguriert werden. Wenn ich einen WTS-Viewer irgendwo installiere und der weiß nicht, wo er hingucken soll, dann nutzt das relativ wenig. Das heißt, Konfiguration ist immer ein wesentlicher Teil der Softwareinstallation und diesen Konfigurationsteil habe ich unter Linux genauso. Gut. Und wegen der fortgeschrittenen Zeiten muss ich ein bisschen abkürzen. Wir werden im Linux-Bereich natürlich noch, sind wir jetzt ganz frisch, wir werden da weiter fortgehen. Wir haben jetzt schon angefangen, teilweise die Möglichkeit zu bieten, mit verschlüsselten Partitionen zu arbeiten. Der Support für UEFI, zu dem ich gleich komme,
ist teilweise umgesetzt und die Features von dem Skriptinterpreter, jetzt zum Beispiel XML-Datei patchen oder Startmenü-Einträge machen, da fehlt auch noch das eine oder andere, aber da werden wir zügig weiter dran arbeiten. Zum Thema Linux. Fragen? Ich komme zu meiner Grundaussage zurück von vorhin. Alles, was Sie skripten können, können Sie dem Client antun. Ich wüsste jetzt nicht sofort die richtige Skriptantwort, aber ich gehe mal davon aus, irgendwie wird das auch gehen. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Weitere Fragen? Okay, das ist jetzt ein Rücksprung zu Windows, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben eben nach, also er geht um Festplattenverschlüsselung, ja? Und er hat dann eine Lösung mit Auto-IT. Also die Festplattenverschlüsselung unter Linux, die wir implementiert haben, läuft mit Lux. Und Festplattenverschlüsselung unter Linux, unter Windows, müsste man sich jetzt nochmal gesondert unterhalten, die wollen keinen BitLocker verwenden. Ja, würde ich jetzt ungern, weil wir sind, kann mich aber danach nochmal ansprechen. Weitere Fragen zu Linux? Da ich jetzt schon so viele Fragen gemacht habe, ziehe ich es einfach so jetzt einfach weiter durch. Dann würde ich jetzt noch mal ein paar Worte zum Thema UEFI verschwenden. Wenn Sie einen Rechner kaufen heute, dann hat er in der Regel ein UEFI BIOS, das Unified Extensible Firmware Interface, als Ersatz des klassischen Master Boot Record BIOS. Bei dem, worüber ich jetzt rede, rede ich aber nur über den tatsächlichen UEFI-Mode. Die meisten Rechner, die Sie jetzt kaufen, da können Sie ins BIOS reingehen und können sagen, die schalten Sie in Legacy-Mode und dann verhält sich die Kiste so wie bisher auch. Und dann können Sie ganz normal den Rechner auf Fest-Netboot stellen und mit Ihrem bisherigen Partitionierungsschema arbeiten und Sie haben überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Rechner kaufen und wollen den mit ob Sie betreiben und Sie können den in den Standardmodus zurücksetzen, dann ist das das, was ich Ihnen empfehlen würde. Es sei denn, Sie haben wirklich gute Gründe, das Ding im UEFI-Mode zu betreiben. Und das ist das, worüber ich jetzt rede. Sie betreiben einen Rechner im UEFI-Mode, zum Beispiel, weil es ein Tablet ist, das eben nicht zurückschaltbar ist. Beispiel Microsoft Surface, UEFI-only BIOS. Was ist dann da so ganz anders, dass das von Bedeutung ist? Also abgesehen davon, dass es irgendwie noch so mit der Umsetzung der Standards noch so im Werden ist. Wir haben plötzlich ein BIOS, was eine Bittigkeit hat. Also bis jetzt, wenn ich einen 64-Bit-Rechner gekauft habe, war es überhaupt kein Problem, ein 32-Bit-Betriebssystem zu installieren. Jetzt haben Sie ein BIOS, was 64-bittig ist und dann haben Sie eine Schwierigkeit, ein 32-Bit-System drauf zu tun. Und umgekehrt, Sie haben ein 32-Bit-BIOS und dann, das heißt, da haben wir eine Besonderheit. Wir haben, wenn wir mit einem UEFI-BIOS arbeiten, haben wir eine andere Art der Partitionierung, nämlich GPT. Wir haben die Möglichkeit von Secure Boot, was OPSI aber noch nicht unterstützt. Und wir haben etwas, was sehr gravierende Auswirkungen hat. Wir haben bisher
so eine klare Trennung. Wir haben im BIOS Bootmenü Devices. Da kann ich sagen, du sollst als erstes von der Platte booten oder als erstes vom Netzwerk booten. Und wenn sie das einstellen, dann bleibt es auch so. Und dann haben wir irgendwo auf der Platte einen Bootmanager, da steht drin, du hast ein Linux, du hast ein Windows und so weiter. Das vermischt sich jetzt und ist auch nicht mehr plötzlich persistent, nicht mehr stabil. Das heißt, die gehen ins BIOS rein und sagen, du sollst vom Netzwerk booten. Dann bootet der vom Netzwerk installierten Windows. Das Windows macht einen neuen Eintrag ins BIOS. Du hast jetzt einen Booteintrag Windows Bootmanager und der steht jetzt vorne. Und der bootet nie wieder vom Netz, es sei denn, sie sagen es ihm wieder neu. Das heißt, wir haben plötzlich da eine Dynamik drin, die softwaregesteuert ist. Und das ist für ein kleines Management ziemlich existenziell, weil bis jetzt war es so, dass ein kleines Management-System sich beim PXE-Boot darauf verlassen kann, das Ding per BIOS sagen, du bootest immer als erstes mal über PXE und dann können wir dir zentral sagen, was du danach machen sollst. Wenn sie jetzt einen UEFI-Rechner auf Netboot stellen, dann macht er das halt irgendwie einmal und danach ist er erstmal wieder für sich. Und das lösen wir jetzt zum Beispiel darüber, dass wir vom Boot-Image aus dem Server sagen, merkt ihr bitte, dieser Rechner hat im BIOS folgendes Label für den Netboot. Und dann haben wir in unserer Produktgeschichte ein Produkt OPSI UEFI Netboot. Wenn ich das auf einen normalen MBR-Rechner schicke, dann wird das Ding einfach rebootet. Wenn das ein UEFI-Rechner ist, schaut er auf dem Server, welches Label hat hier der Netboot. Und dann wird per BCD-Edit unter Windows oder per EFI Bootmanager unter Linux dem BIOS gesagt, so, der nächste Boot, den du machst, ist wieder ein Netboot. Und auf diese Art und Weise können sie den Rechner remote wieder in Netboot zwingen, um jetzt zum Beispiel ein anderes Betriebssystem zu installieren oder irgendetwas damit zu machen. Ansonsten haben wir unsere ganzen Netboot-Produkte so angepasst, dass die erkennen, okay, ich laufe im UEFI-Modus und ich muss jetzt mit GPT arbeiten. Was bedeutet GPT an der Stelle für mich? Erstmal eine Aufhebung von einer ganzen Menge bisheriger Beschränkungen, aber auch die Verwendung ganz anderer Werkzeuge, also nicht mehr FDisk, sondern GDisk ist unter Linux das Standardwerkzeug. Ich habe ein anderes Partitionierungsschema. Ich habe immer eine EFI-Systempartition, in der sich dann nämlich die Bootloader tummeln. Ich habe bei Microsoft eine zusätzliche Microsoft Reserved Partition, bevor es überhaupt mit den Standard-Systempartitionen losgeht. Was wir bei der UEFI-Lösung, ob sie halt auch haben, ist eben, dass der Server beim Anlegen des Clients einen Marker bekommt, dieser Client ist im UEFI-Mode und dann wird eben keine Konfigurationsdatei für den PXE-Linux geschrieben, sondern wir setzen dann als Bootloader den Elilo ein und der braucht eine bisschen andere Konfiguration. Das passiert aber intern automatisch, das heißt, Sie haben hier bei den Clients so ein Hinweisschild, das Ding ist ein UEFI und in dem Moment, wo Sie jetzt für so einen Rechner ein Netboot-Produkt auf Setup stellen, bekommt der eine Konfigurationsdatei für den Elilo. Jetzt müssen Sie nur noch Ihrem DHCP-Rechner sagen, hör mal, wenn der bootet, das ist ein UEFI-Rechner und wenn der bootet, das ist ein PXE-Rechner. Dafür gibt es in Standard Linux PXE Weichen, die bei uns im Handbuch beschrieben sind. Das heißt, der kann anhand der Bootmeldung erkennen, das ist ein UEFI-Client, ein UEFI 64-Bit-Client, der da gerade bootet, dem musst du Folgendes sagen und
Das ist ein ganz normaler Standard-PXE, der kriegt irgendwie seine Standard-Konfiguration. Das heißt, wir haben jetzt mit der neuen OPSI-Release die notwendigen Funktionalitäten drin, die ihn ermöglichen, auch UEFI-Rechner ganz normal im Rahmen von OPSI zu handeln. Das mag jetzt im Moment für Sie noch nicht wirklich auf den Fingernägeln brennen, aber das Feuer breitet sich aus. So. Das waren so die drei Kernthemen, die ich Ihnen unbedingt nahebringen wollte. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit zu diskutieren. Alles andere lasse ich jetzt erstmal weg. Und bedanke mich bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Ja, also die Frage war jetzt nochmal nach dem Geschäftsmodell und wie macht man das als Firma? Open Source Software zu entwickeln und dabei Geld zu verdienen. Die Grundidee ist, mal eine Abkehr, geistige Abkehr davon zu machen, man ist ein Hersteller und verkauft was, sondern wir sind Dienstleister. Software erstellen ist eine Dienstleistung. Jede Dienstleistung muss bezahlt werden. Klar, wenn Sie in den Kaffee gehen und lassen sich einen Kaffee bringen wollen, bezahlen Sie das. Sie bezahlen aber üblicherweise den Kaffee nur einmal. Und so sehen wir das auch für Software. Wenn die Software bezahlt ist, dann ist sie frei. Da steckt ein kleiner Hinkefuß drin, nämlich hier ist nicht weiter erwähnt, wie Sie die Pflege der dann mal freigegebenen Software finanzieren. Deswegen sind wir natürlich auch wichtig darauf angewiesen, dass Kunden Support- und Pflegeverträge abschließen. Deswegen drängen wir darauf, deswegen bekommen Sie auch von uns keinen kommerziellen Support ohne einen Pflegevertrag. Und deswegen sagen wir auch, wir geben die Software frei, nicht wenn die Entwicklungskosten drin sind, sondern wenn die Projektkosten drin sind. Das ist etwas umfangreicher, weil Sie haben im Rahmen von so einer Entwicklung halt nicht nur die Löhne der Entwickler, sondern halt noch eine ganze Menge außenrum. Weitere Fragen? Ja? Ja. Nein, das ist ein bisschen komplizierter. Also Sie sehen bei dieser Übersichtsseite, ich zeige jetzt nicht die einzelnen Grafiken, wir veröffentlichen das auch. Das Rote sind die Projektkosten, das Blaue sind die Einnahmen und wir machen das transparent. Es ist bei dem MySQL Backend ist es so, wir empfehlen, das immer zu installieren und für die Inventarisierungsdaten zu verwenden. Dafür ist es auch frei. Erst die Verwendung für die Konfigurationsdaten aus der Softwareverteilung, die ist kostenpflichtig.
Und die können aber den Gram jederzeit testen, weil wir ihnen zeitlich befristete Freischaltdateien zur Verfügung stellen können. Weitere Fragen? Ja? Ja, es gibt auch jetzt in der neuen Version sozusagen als Standard den OPSI Setup Detector, mit dem Sie, der versucht, Sie zu unterstützen bei der Erstellung des Pakets. Das heißt, der schaut sich eine Setup-Exe an und sagt, wenn das ein bekanntes Framework ist, also InnoSetup oder Ansys oder Install Shield, dann weiß ich, wie das Paket zu bauen ist und baut es für Sie direkt. Das heißt, in so einem Fall kommen Sie tatsächlich mit einem oder vier Mausklicks von der Setup-Exe zu dem fertigen, gepackten Produkt. Das gibt es und das entwickeln wir auch weiter. Ich bin aber kein Freund von Anpreisen von Wizards, die so tun, als würde alles automatisch gehen. Sie werden oft genug erleben, wenn Sie das Ding auf eine Setup-Exe losjagen, dass er sagt, sorry, unknown installer. Dann, weil es lässt sich halt nicht alles automatisieren und nicht jedes Setup-Exe ist tatsächlich mit den bekannten Frameworks gemacht. Aber wir bemühen uns. Genau. Genau, das. Da hinten steht jetzt Ende. Sorry. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die regen Fragen und lade Sie alle ein, das Produkt auszuprobieren. Sie können eine fertige VM runterladen. Es gibt eine Installationsanleitung und ein freies Supportforum. Ja, und bedanke mich.